Als allererstes mache ich die Kotflügel ab und dann gucke ich nach dem Bremsen. Hinfort. Sehr schön, da ist sogar das Kabel fürs Rücklicht. Da haben wir uns schon gefragt, wo das ist. Es ist an der Stelle, wo es hingehört. Angenehm. Tada! Und dann schraubt man das hier ab mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben. Und dann kommt man hier hinten dran und kann da Drogen verstecken. Wunderbar. Das ist die Trommel vorne, schön blank, innen, und das hier ist die Trommel hinten, nicht schön blank, innen. Da klebt hier alles Mögliche. So, jetzt noch hinten rechts, das ist unspektakulär, das fühlt mich jetzt nett. Und jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich die abkriege. Vermutlich muss ich dafür das Konstrukt hier auseinandernehmen. So. Splint ist raus. Muss man nachher irgendwie ein Häufchen machen. Da ich ja keine Ersatzteile in dem Sinn habe, muss ich möglichst alles wieder verwenden. Und es nicht wegschmeißen. Auch nicht im übertragenen Sinn. Die Federn rausfummeln. Einmal. Zweimal. Eine Bremsbacke. Ja. Wie unterschiedlich müssten ja eigentlich, dürften ja eigentlich nicht sein. Nö, identisch. Hinten sind sie wahrscheinlich unterschiedlich, weil da ja quasi, hier ist ja einfach nur der Aufbau gespiegelt, weil es ja zwei sind. Und hinten ist ja aber anders, da ist dann wahrscheinlich oben und unten jeweils eine andere. Wie beim Käfer zum Beispiel. Splint, U-Scheibe, Federscheibe, Back. Tada. Ja, da sieht man richtig schön frisch genietet, noch die Schrift drauf, noch nicht mal abgenutzt. Also die sind brandneu und noch nie befahren. Das heißt, das ist eine Sache, die ich nicht kaufen muss. Das ist dir. Ich mache einfach die Leitung ab. Ich hole mal den Rostlöser. Beautiful.
Weil wenn ich die Bremsleitung los habe, kann ich erstmal den da abnehmen. Weil der ist hinten mit nichts verbunden. Und rausfinden, wie das überhaupt geht. So ein ähnliches Ding von 4 Schrauben gehalten werden muss. Wohl fest sein. Tropf, 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 ätzende Flüssigkeit. Jetzt Werkbank. So. An Schläfigkeit verursacht Hautreizung. Oh. Ups. So, einfach, dass der grobe Frost schon mal weggeflossen ist. Der liegt jetzt da auf dem Boden. Jetzt nehme ich die Manschette runter. So, Manschette ist ab. Rostlöser. Blubbert. Stimmt gut für die Oberfläche hier. Hier sieht man so richtig schön schon, da ist Rost, jedenfalls außen. Das heißt, dazwischen wird auch Rost sein. Das heißt, der könnte fest sein. Das heißt, das ist sehr belastend. Scheißdreck. So, die Lösung ist jetzt Rostlöser hier reinfüllen und abwarten. Was mache ich denn inzwischen? Mein Mittagessen essen. Bis gleich. Ich habe dann noch den anderen der 2-Rad-Bremszylinder ausgebaut und auch mit Rostlöser gefüllt. Dann hieß es warten. Bis zum nächsten Mal, wo ich den restlichen Kram demontiere, sodass ich mir ein komplettes Bild über die Bremssituation machen kann. Wenn euch das interessiert, abonniert gerne und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Horsi.